Oh mein Gott, ich war ja wirklich überrascht, als ich mir jetzt gerade diesen Zeekr X genauer angesehen habe. Ich bin natürlich auch noch mal eine Runde gefahren und dachte so, wow, das ist das erste Mal, dass ich Berührungspunkte mit der Marke habe. Und ich bin total begeistert. Nicht nur, dass das Design irgendwie frisch ist und cool und modern, sondern im Innenraum sieht es auch wirklich Premium aus. Und das Ganze zu einem echt bezahlbaren Preis. Ja, tatsächlich hat er die gleiche Plattform wie der Smart Hashtag 1 und Smart Hashtag 3 und auch wie der Volvo EX30. Und die bin ich jetzt gerade in den letzten Wochen gefahren, kann deswegen perfekt vergleichen, weil ich mit dem jetzt auch gleich fahre eine Runde und kann euch wirklich sagen, das ist vielleicht der beste Deal von all diesen Fahrzeugen. Als erstes, wer oder was ist denn eigentlich Zeekr? Habt ihr vielleicht so noch nicht gehört. Das ist eine neue Marke und die gehören zum Geely-Konzern. Auch ein wirklich großer Konzern in China. Und da gehören so Marken dazu wie Volvo, Polestar, auch eben Smart hat damit Mercedes ja diesen Smart Hashtag 1 und 3 irgendwie. Und das ist alles die gleiche technische Plattform. Deswegen kann man bei den ganzen Fahrzeugen die technischen Daten eigentlich gut vergleichen. Die sind sehr, sehr ähnlich, aber sie sind natürlich völlig anders, was den ganzen Look angeht, was die Ausstattung angeht, was so Interieur und Anmutung angeht, haben die große Unterschiede. Und bei dem Zeekr, ich meine, das ist immer Geschmackssache, aber ich persönlich mag es wirklich. Der sieht halt schon sportlich aus. Ja, ich sag nicht aggressiv, möchte ich es nicht nennen, aber sehr präsent und hat wirklich, finde ich, sehr, sehr, ja, neue, kreative, dynamische Designelemente. Es ist nicht so das klassische Auto. Man sieht schon, das ist ein bisschen was anderes. Man sieht es auch vor allem hier in der Partie hinten. Es erinnert mich so ein bisschen an den BMW i3, aber jetzt nicht die schlechte Kopie davon, sondern eher die gute. Er klappt hier seine Türgriffe so ein. Normalerweise kommen die ja bei Elektroautos dann immer irgendwie rausgefahren. Der klappt hier so ein. Total abgefahren. Auch diese rahmenlosen Spiegel mag ich eigentlich. Und insgesamt gefällt mir das ganze Design irgendwie schon. Wie gesagt, ist Geschmackssache. Da gehen wir jetzt nicht zu genau drauf ein. Aber irgendwie hat das was. Das ist irgendwie neu, das ist frisch. Man merkt, die haben einfach Lust, mal ein bisschen Mobilität anders zu denken, mal das Design mal ein bisschen spielerisch ranzugehen. Und das finde ich also erstmal klasse. Jetzt muss ich mal gucken. Hier geht wahrscheinlich der Kofferraum auf, da habt ihr das auch noch mal gesehen. Zeekr, so schreibt man das Ganze. Ja, der Kofferraum ist jetzt vergleichbar mit eben so einem Volvo EX30, mit dem Smart Hashtag, irgendwas zwischen Hashtag 1 und Hashtag 3. Es ist natürlich eher so ein, ich sag jetzt mal, kompakter SUV. Immerhin elektrische Heckklappe. Es ist erstmal so solide, würde ich sagen. Aber eigentlich spielt er seine Vorteile so richtig aus, wenn man in den Innenraum schaut. Also als ich mich das erste Mal reingesetzt habe, nicht nur, dass meine Farbe der Hose perfekt zum Interieur passt, habe ich wirklich gedacht so, wow, was ist das denn? Das ist ja echt mal richtig cool. Also zum Beispiel allein schon so diese Knöpfe hier von den Fensterhebern oder hier seitlich dieser Knopf an der Tür. Das ist schon richtig cool, ja? Da drückst du drauf, so, dann geht das hier auf und zu. Also, und das Material, also richtig cool, ja? Und ich mag auch dieses cremefarbene hier mit diesem Blau gemischt. Hier richtig schön viel Platz, ja? Man hat so das Gefühl, man kann ja auch so zum Beifahrer richtig schön, ja, sich ausbreiten und sowas. Und das hier fühlt sich auch sehr, sehr gut an. Also richtig hochwertig, finde ich, so weich, stoffig. Na, so, ja, so auch wieder wie so ein sehr, sehr gutes, besseres Lederimitat. Und hier ist dann so eine LED-Ambiente-Leiste. Da kann man dann auch verschiedene Farben einstellen. Gut, das sieht man jetzt hier bei der Helligkeit eh nicht so genau. Aber auch viele kleine Details. Ja, zum Beispiel dann das Soundsystem ist auch von Yamaha irgendwie mit relativ vielen Lautsprechern ausgestattet. Gibt es dann hier nochmal so LED-Leuchten. Und was auch richtig cool ist, seht ihr hier so diese, ja, Stickerei möchte ich es nicht nennen, ne? Das ist hier so gepunktet, hier so reingedrückt und das leuchtet dann auch. Also hier leuchten auch praktisch diese ambiente Beleuchtungsdinge, also das finde ich alles sehr cool. Auch so Gedanken wie, dass man Smartphone dann hier reinsteckt und dann kommen gleich so ein Widerstand, dann drücke ich das noch weiter rein, das hält da richtig stabil drin. Wenn ich da nochmal ordentlich auf die Bremse drücke, weil, ne, es sind ja ordentliche Beschleunigungs- und Beschleunigungswerte, fliegt da nicht das Smartphone dann durch den Innenraum. Hier gibt es dann praktisch noch mal so eine Mittelkonsole, da kann ich ein bisschen was verstauen. Und auch wieder so eine kleine Spielerei, aber trotzdem, ich kann hier ein Getränk reinstellen, kann aber auch das hier so umklappen. Dann kann ich hier und hier ein Getränk reinstellen.
Das ist schon irgendwie cool. Und dann auch so Sachen, da würde ich mich mal interessieren, ob ihr sowas gut findet. Aber ich kann praktisch hier auf diesen Knopf draufdrücken, zack, und dann fährt ihr sowas aus. Was ist das? Ja, das ist so eine kleine Lasche. Und dann kann man hier zum Beispiel noch so eine kleine Einkaufstüte oder eine Handtasche dran machen. So, hier kann ich noch mal ein bisschen was rein verstauen. Hier habe ich USB-C-Anschlüsse, einen mit 27 Watt. Das ist schon mal ordentlich, kann man jedes Smartphone richtig schnell aufladen, wenn nicht drahtlos. Und noch mal 60 Watt, da kann man dann auch mal ein Tablet oder einen Laptop dran anschließen. Das finde ich auch echt gut. Man muss sagen, also die Sitze fühlen sich gut an. Der ganze Innenraum, ja. Und dann zum Beispiel, gucken wir mal nach hier oben, gibt es auch richtig schöne, weichen Stoff hier oben. Es fühlt sich an auch wie so ein, ja, so ein Velour oder sowas hier oben. Richtig gut. Glaspanoramadach. Zieht sich weit nach hinten durch. Da schauen wir gleich nochmal nach hinten. Kann man jetzt nicht schließen. Was ich jetzt nicht ganz so einschätzen kann, es ist echt schade. Und deswegen muss ich jetzt nochmal mit meiner Begeisterung mich nochmal zurückhalten, wie gut die Software wirklich ist. Ja? Weil jetzt haben wir hier natürlich ein schönes Display in der Mittelkonsole. Aber das jetzt alles auszuprobieren, während der hier in so einer Messehalle steht, sage ich mal, ist ein bisschen schwierig. Das müssen wir wirklich mal testen, wenn ich mal das Auto ein bisschen länger fahre. Da bin ich noch mal ein bisschen skeptisch, weil so Software aus China ist eigentlich gut, weil die Chinesen können Software richtig gut. Aber wenn die nach Europa kommt, haben die oft keine gute Navigation, die Karten stimmen nicht oder diese Ladestopp-Geschichte, ja, dass dann wirklich Ladestopps eingeplant werden. Da bin ich noch extrem skeptisch. Das werden wir uns noch mal, wenn es euch interessiert, in Ruhe anschauen. Aber mir gefällt es soweit sehr gut. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie sehr ihr euch einen Zeekr X längeren Test wünscht. Ich habe also richtig Bock drauf, aber jetzt gehen wir mal nach hinten. Also ich habe jetzt richtig ordentlich Platz gehabt vorne. Und hinten habe ich immer noch genug Platz. Also der Boden ist schon sehr, sehr hoch. Ja? Das heißt also, hier kann ich mit meinen Füßen nicht ganz aufliegen. Aber nach oben hin ist wunderbar Platz und jetzt kommt das Panoramaglasdach so richtig zum Vorschein. Schön auch, dass es wirklich bis hinter den Kopf gezogen ist. Das heißt, ich habe gleich so über mir das Gefühl, da ist offen, da ist luftig. Ich bin nicht so eingepackt und so geschlossen auf der Rücksitzbank. Das finde ich echt cool. Ja, und die Sitze, das wirkt alles schon sehr edel. Das hat schon so eine Premium-Anmutung, wie man das eigentlich wirklich von so einem Premium-Hersteller, so BMW, Audi, Mercedes sich so wünschen würde, weil ganz so ist es bei denen ja auch nicht immer. Also das finde ich schon beeindruckend in so einer Preiskategorie eigentlich. Ich habe hier hinten auch USB-C und noch einen alten USB-2-Anschluss. Wieso auch immer man noch einen alten USB verbaut, aber ja, viele haben das vielleicht noch. Die Sitze fühlen sich auch auf der Rücksitzbank echt richtig gut an. Ich habe hier auch eine Armlehne, die ich noch mal rausziehen kann. Eigentlich sollte ja auch Standard sein. Ich will es trotzdem zeigen, auch mit so Laschen, damit die Getränke hier gut halten. Und ich kann natürlich auch die Rücksitzbank entsprechend umklappen, um dann eben den Kofferraum ein bisschen größer zu machen. Auch für Familien sollte es funktionieren, weil es sind zwei, also auf den beiden äußeren Sitzen sind jeweils Isofix-Anschlüsse. Auch praktisch, die kann ich nach oben klappen. Dann fummelt mir nicht irgendeine komische Plastikkappe hier durchs Fahrzeug. Und dann kann ich da eben meinen Kindersitz auch wirklich sicher unterbringen. Also auch mit Hinterradantrieb hat man hier immer noch eine ordentliche Beschleunigung. Wir sind jetzt praktisch in der Version Long Range, also lange Reichweite, mit 272 PS. Und also das ist völlig ausreichend, wie das immer so ist bei Elektromobilität. Der Motor macht einfach Spaß. Und man muss einfach sagen, das ganze Fahrwerk ist wieder echt wunderbar. Toll abgestimmt, finde ich. Wirkt erstmal gut. Das ist jetzt wirklich nur ein Ersteindruck, weil ich nur so eine kurze Runde mal mit dem fahren kann. Ich kann euch da natürlich noch mal eine ausführliche Review, einen ausführlichen Test nachliefern. Wenn euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare, ob ihr da mehr dazu sehen wollt. Aber ich habe erstmal einen guten Eindruck. Die Dämmung und alles, also es wirkt sehr angenehm ruhig hier drin. Das gefällt mir richtig gut. Finde ich auf den ersten Eindruck fast ein bisschen besser wie beim Smart. Also richtig schön leise, gut gedämmt. Man hört kein Rumpeln, Verarbeitung wirkt einwandfrei. Jetzt hört das im Hintergrund ein bisschen piepsen. Das ist halt immer so ein bisschen so eine Eigenart von was? Distractive Drive Carefully. Ja, weil ich jetzt ein bisschen zu euch quatsche. Erkennt der hier vor mir, ne, das ist dann so ein DMS und Driver Monitoring System drin. Das wird jetzt übrigens auch bald Gesetz sein. Also da können wir uns alle schon mal dran gewöhnen, dass das ein bisschen verrückt wird. Die Bremse finde ich richtig gut abgestimmt. Das ist ja allgemein so, finde ich ziemlich wichtig. Wie reagiert das Strompedal, wie reagiert die Bremse? Und kennt ihr das? Es gibt so Fahrzeuge, da
tipple ich, da mache ich nur mal so ein bisschen was und der haut gleich die Bremse rein wie so ein Anker. Oder wenn ich auf Strompedal gehe, weil man halt eben Elektroautos immer diese starken Kräfte hat, dann startet es oft so ruppig und man hat so das Gefühl, man ist die ganze Zeit, wenn man nur so ein bisschen mit dem Strompedal spielt, so nach hinten oder nach vorne, nach hinten, da wird einem auch manchmal ein bisschen schlecht, gerade wenn man hinten sitzt. Das ist hier wunderbar. Also ich habe hier richtig schön ein gutes Spiel mit der Bremse und mit dem Strompedal, gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich habe einen wirklich guten Eindruck. Ich habe auch ein Head-Up-Display vor mir. Also ist auch erstmal schön. Da beschweren sich ja manche bei Tesla, ne? Ich habe kein Fahrerdisplay, ich habe kein Head-Up-Display. Setup-Display zeigt mir jetzt aktuell nur die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung und die Geschwindigkeit an. Ich habe jetzt auch keine Navigation aktuell drin. Ist auch nur ein Vorserienmodell mit einer Software, die ist auch noch nicht final. Aber da würden mir natürlich dann noch irgendwelche Pfeile und sonstige Dinge angezeigt. Von den Assistenzsystemen noch irgendwelche Informationen. Und was ich echt schlau finde, das finde ich ja in der ID-Serie schon so gut von VW. Sie haben dieses Fahrer-Display, das ich auch habe, zum Beispiel im Gegensatz zu einem Tesla, so platziert, dass es praktisch auf dieser ganzen Konstruktion mit dem Lenkrad befestigt ist. Das heißt, wenn ich das Lenkrad jetzt hoch oder runter mache, bewegt sich auch das Fahrerdisplay mit, weil ich habe immer das Problem, ich bin jetzt 1,87 groß, dass wenn ich in Autos einsteige, mich richtig einstelle vom Sitz, dass ich immer mit dem Lenkrad im Prinzip einen guten Teil dieses Fahrerdisplays bei fast allen Fahrzeugen verdecke. Das kann ja hier nicht passieren, wenn sich das Display mitbewegt. Also das sind so ein paar Sachen, die gefallen mir wirklich gut. Also ich kann hier gerade gar nicht meckern. Ich finde auch das Lenkgefühl richtig schön. Ich finde ihn auch nicht zu schwammig. Wie gesagt, da müssten wir jetzt mal ein bisschen noch mehr auf Autobahnen und so weiter gehen. Aber das kann ich ja alles noch mal nachholen. Mein erster Eindruck ist besser, als ich das so erwartet hätte. Und jetzt machen wir hier mal die Assistenzsysteme an. Das kann ich ja auch mal. Der hat natürlich auch Spurhalteassistent und adaptiven Tempomat. Also man muss zweimal nach unten drücken, um das zu aktivieren. Dann sieht man auch, dann werden mir die Spuren hier schön blau angezeigt. Jetzt kann ich die Geschwindigkeit, guck mal ganz intuitiv auf der linken Seite, wie man das auch von anderen Fahrzeugen kennt, anpassen. Jetzt gucken wir mal, wie da der Ersteindruck ist. Also er schwimmt nicht so rum irgendwie in der Spur, macht erstmal wirklich einen guten Eindruck. Ah, guck mal, er hat erkannt, dass hier 50 ist und geht automatisch runter. Und jetzt kommt vor uns hier der Verkehr zum Stehen. Jetzt müsst ihr natürlich hier schön entspannt langsam anhalten. Das macht er auch wirklich gut. Ja, bremst gut runter, wunderbar. Klar, ich meine sowieso auf langen Autobahnfahrten liebe ich das ehrlich gesagt schon, diese Assistenzsysteme zu nutzen. Das macht einfach, das entspannt einfach ein bisschen, auch vor allem, wenn man einfach mal ein bisschen den Fuß mal vom Pedal runternehmen kann, mal ein bisschen entspannen, damit er nicht die ganze Zeit so in der gleichen Position verharrt. Aber gerade vor allem für so eine Stausituation, das ist natürlich ein Traum, ne? Dieses Stop and Go, dass der das dann automatisch alles übernimmt. Und wieso soll jetzt der Zeekr X der beste Deal unter dem Volvo X30 Smart Hashtag 1 oder 3 sein? Wieso sticht der jetzt hervor? Das fragt ihr euch bestimmt. Und da, die Antwort bin ich euch noch schuldig. Erstmal muss man sagen, die Ausstattungsvarianten sind so einfach, wie man sich es kaum vorstellen kann. Es gibt ein Modell für 45.000 und ein Modell für 50.000 Euro. Jetzt kommt aber eben genau der entscheidende Punkt. Die 45.000 Euro Variante ist mit all dem, was da dann mit drin ist, ein guter Deal. Wieso? Erkläre ich euch. Den Zeekr X bekommt ihr in der Einstiegsvariante Long Range Heckantrieb ab 45.000 Euro. Dafür bekommt ihr serienmäßig ein großes Fahrerdisplay und Head-Up-Display. Anders als im Volvo EX30, wo ihr eben nur das Display in der Mitte habt. Außerdem bekommt ihr ein beheizbares Lenkrad, belüftete Sitze vorne, einen 22 kW Bordlader und ein Soundsystem mit 13 Lautsprechern, was im Smart Hashtag 3 nur in der höheren Ausstattungsvariante zu finden ist. Und allgemein, wie ihr ja gesehen habt, die luxuriöseste Ausstattung von den dreien. Er ist außerdem auch der längste. Also ich finde für 45.000 Euro, das wäre ja die Variante, die ich empfehlen würde, ist das schon eigentlich alles, was man von so einem Elektroauto sich wünschen würde, damit drin. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, außer der Kofferraum. Wer da einen größeren braucht, der wird bei dem Auto einfach nicht glücklich. Es gibt übrigens auch noch den Zeekr 001. Das ist eine größere Limousine. Könnt ihr euch, wenn ihr wollt, auch mal noch mal näher anschauen und sagt mir, wenn ihr dazu noch ein Video haben wollt. Aber allgemein muss man sagen, ich bin total überrascht von dieser neuen Marke. Und ich glaube, wir werden von denen auch in Zukunft noch mehr hören. Ja, es sind neue Zeiten angebrochen, die chinesischen Marken kommen wirklich mit sehr, sehr interessanten Produkten, auch nach Europa, auch nach Deutschland. Und wenn ihr weitere Videos zum Thema Elektromobilität nicht verpassen wollt, dann einfach abonnieren, dann sehen wir uns schon bald wieder. Bis dann, ciao.